Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht um Bücher, sondern um Duftkerzen, genauer gesagt um Yankee Candle. Also für alle die das nicht interessiert, schaltet einfach ab und wartet auf das nächste Büchervideo, was auf jeden Fall kommt. Und für alle die jetzt heute ein bisschen was über die Yankee Candle Ausbeute von mir hören wollen, ja, da freue ich mich, dass ihr mit dabei seid. Ich war am Wochenende in Berlin und da gibt es ja unter anderem im Europacenter einen Yankee Candle Shop und auch im Karstadt am Kurfürstendamm eine riesige Auswahl an Düften. Und da habe ich unter anderem die neuen Herbstdüfte entdeckt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch Steffi, so als altes Sommerkind, wieso kaufst du jetzt schon Herbstdüfte? Weil sie einfach so gut rochen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich werde sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich noch gar nicht warm anbrutzeln, wobei der eine Duft, der könnte durchaus auch etwas Sommerliches sein. Aber ich habe an ihnen geschnuppert und 3 von 4 der neuen Herbstdüfte haben mir so gut gefallen, dass sie einfach mit mussten. Denn ich habe hier ja in der Umgebung überhaupt keinen Shop, um irgendwas zu schnuppern. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn man einfach vor Ort etwas schnuppern kann, nicht einfach blind bestellen muss. Oder, also man muss es ja nicht, aber sehr oft spricht einen ja die Beschreibung an und dann greift man natürlich manchmal auch einfach blind zu. Und das kann meistens relativ gut gelingen. Ab und an hat man vielleicht doch einfach mal einen Flop bei. Ja, ich habe 3 der 4 neuen Herbstdüfte dabei, habe aber auch Lieblingsdüfte nachgekauft. Und mit denen beginnen wir jetzt auch einfach mal. Und zwar dufte einmal mit Alfresco Afternoon. Das ist dieser schöne, sommerlich grüne Duft. Es heißt hier so schön, ein Picknick im Schatten, umgeben von Wildblumen und Wacholder, vermischt mit einem Hauch von Nektarine. Und eigentlich dachte ich schon, Wacholder, das kann eigentlich nicht so ganz dein sein. Ich hatte damals, ich habe ihn, glaube ich, mir ja mitbringen lassen aus dem Duft- und Raum-Shop von der lieben Rebecca. Ganz liebe Grüße an dich. Und habe mir dann jetzt schon welche mitbringen lassen, als meine Freundin aus Berlin da war, und habe mir jetzt auch nochmal einen Tarte nachgekauft. Das war, glaube ich, tatsächlich auch der letzte Tarte, den es im Yankee-Store gab. Ja, ich glaube, bei Karstadt waren noch ein paar, aber da hatte ich dann schon wieder so viele andere in der Hand und ich dachte, okay, du hast noch einen Tarte hier und das ist jetzt mal noch ein Backup und der wird auch weiter im Sommer bebrutzelt. Der Duft ist für mich eigentlich wirklich fast mit der perfekte Sommerduft. Es ist wirklich frisch, es hat so was Eukalyptisches. Ich weiß nicht, ob es die Wacholder ist, die ich wirklich so gut finde. Da ist auf jeden Fall was drin, was ich sehr angenehm finde. Es ist ein bisschen holzig und man riecht einfach die Nektarine raus. Und ja, für manche sind Mandarinen-Nektarinen durchaus ein Winterobst. Ich mag das im Sommer super gerne. Es ist frisch und es hat einfach so dieses etwas Spezielle. Und ich glaube durchaus, dass das die Wacholder sein kann, die mir in diesem Fall so gut gefällt und durfte deswegen auch mit. Zweimal mit durfte, ich glaube, es war ein Frühlingsduft, wenn ich mich nicht irre. Ich muss direkt nochmal eine Mühe nehmen. Mit einem sehr schönen Label, wie ich auch finde, der Floral Candy. Ja, ich glaube, ja, der war, glaube ich, jetzt in dieser Frühlingskollektion mit dabei. Den habe ich mir zweimal mitgenommen. Und hier hat man eigentlich wirklich das, was draufsteht, süße Früchte. Ich kann es auch gar nicht anders sagen. Es hat etwas Süßes, es hat etwas Zuckriges, es riecht irgendwie wie eine leckere Creme. Und gleichzeitig hat man ja einfach was Obstiges, vielleicht so ein bisschen Pfirsig. Auch dieses zuckrige Zuckerwatte kommt durch. Man riecht ein bisschen Jasmin. Ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen Veilchen, zu erkennen. Zumindest ist das auch mit auf dem Bild drauf. Und das ist für mich wirklich so eine Mischung, die ich ganz, ganz toll finde. Also dieses zuckrige, blütrige, fruchtige und einfach dieser Hauch Zuckerwatte oben drüber, der ist... ich finde ihn wirklich toll. Also ich finde ihn wirklich mega und er durfte zweimal mit. Und so habe ich jetzt auch wieder diesen Duft im Haus. Und der letzte nachgekaufte Duft ist jetzt, glaube ich, auch der Duft des Monats gewesen. Also jetzt im Juni. Theoretisch, wenn ihr das Video seht, hättet ihr auch noch die Möglichkeit, ihn zu bestellen. Ich gucke mal, ob ich alles irgendwie unten in die Infobox auf jeden Fall mit verlinke. Den finde ich toll. Ja, der Coconut Splash. Der war, glaube ich, ein Sommerduft aus dem letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall habe ich den letztes Jahr auch schon in 3, 4 Tarts verdüftet. Und er riecht einfach so, wie er schmeckt, nein, wie er klingt, nach frischer Kokosnuss. Es ist wirklich dieses Tropische, dieser Hauch, dieses etwas Süße. Wir haben die Kokosnuss, wir haben vielleicht einen Hauch, ja, Melone, ein bisschen was Zuckriges, auch ein bisschen Vanille und es ist noch was Herbes drin. Ich glaube, laut Beschreibung irgendwas mit Sandelholz. Ja, also das kommt auf jeden Fall hin. Es hat
etwas unglaublich Kokosnussiges, aber wirklich so mit Frische, mit Elan, mit Sommer. Und ja, war wie gesagt jetzt ja, der Duft des Monats. Dementsprechend war das Tarte auch ein bisschen günstiger. Und ja, finde ich toll, finde ich mega. Freue ich mich, dass ich den dieses Jahr auch noch einmal ergattert habe. Und ja, auch jetzt noch einmal da habe, um ihm in diesem Jahr zu verdüfteln. Ganz, ganz toller Duft, kann ich absolut nur empfehlen. Und dann sind wir auch schon bei den Herbstdüften des Jahres. Ja, ich finde diese im Juni auch schon ein bisschen zu früh, ich bin ganz ehrlich. Und wir haben uns auch mit der Verkäuferin im Shop so kurz drüber unterhalten, wer kauft denn im Juni schon Herbstdüfte? Ja, irgendwo ist das natürlich schon was Komisches, aber ich fand es einfach schön, dass ich dann im Karstadt einfach dran schnuppern konnte. Und eigentlich war so der Plan, ich schnuppere, merke mir, welcher toll ist und bestell sie dann. Dann dachte ich, wenn du aber hier schon mal vor Ort bist, kannst du sie auch einfach mitnehmen. Und es sind insgesamt 4 Stück, wobei ich einen nicht gekauft habe. Ich habe den Dryad Lavender and Oak nicht mitgenommen. Das war ein lilanes Tarte. Und ja, es hat eben sehr kräuterig, lavendelig gerochen, sehr holzig. Und es war mir einfach persönlich zu würzig. Also ich habe sonst nichts gegen unbedingt Lavendeldüfte. Ich mag Lavendel zum Beispiel mit Zitrus immer sehr gerne. Aber der Lavendel hier war einfach sehr, ja, kräuterig, sehr holzig und nicht so meins. Allerdings durften die 3 anderen Düfte mit. Und zweimal als Tarte und einmal gab es nur die Votivkerze, aber das ist nicht weiter schlimm. Als erstes zeige ich euch den Golden Chestnut. Ein richtig schönes, herbstiges Wachs, wie ich auch finde. Auch ein super schönes ja, Label. Also es zeigt halt genau das, was drin ist. Man hat Maronen, man hat Gewürze, man hat etwas Holziges. Vielleicht einen frischen Hauch. Ich glaube, Zitrus ist mit drin. Und ich finde, der riecht toll. Ich finde den super, super lecker. Erinnert ein bisschen, ja, einfach so an das, was man in den Chai-Tee sozusagen gibt. Also man hat hier wirklich ein bisschen Zimt, man hat hier Holz, man hat, ja, Orange, ein bisschen was Blumiges. Ich glaube, Jasmin, ja, steht auch da. Und ich finde ihn toll. Und einfach dieses Holzige. Und das ist für mich wirklich eine tolle Vorstellung von einem Herbstduft, der mich wirklich sehr anspricht und mir super gut gefallen hat. Und war auch, glaube ich, tatsächlich der erste, an dem ich geschnuppert habe und gesagt habe, den nehme ich direkt mit. Er könnte vielleicht warm einen Hauch zu herb sein, das muss man dann einfach mal ausprobieren. Aber dann packt man einfach ein Stückchen Vanille mit dazu, dann müsste das auch wieder passen. Aber den finde ich wirklich mega und freue mich sehr, ihn auszuprobieren. Der zweite Duft, der mit dürfte, ist dann die Votivkerze und zwar ist das Sweet Maple Chai. Da sieht man, da hat man ein bisschen ein kühleres Braungrau gewählt. Also er unterscheidet sich farblich ja doch ein bisschen. Hier hat man eher so einen wärmeren Orange-Rotbraunton. Hier hat man das etwas kühlere mit einem Hauch Grau. Und ja, da zeigt uns das Label einfach nur, ja, im Grunde einen Chai-Tee, wenn man so möchte. Und es heißt hier auch so schön, ein cremiger Genuss, ein Glas frische Milch mit Chai-Gewürzen und süßem Ahornsirup. Und so muss man sich das auch wirklich vorstellen. Es riecht einfach wirklich super lecker. Man würde am liebsten jetzt einen Schluck davon nehmen. Es hat wirklich auch wieder ein bisschen Zimt. Man riecht ein bisschen Nuss. Einfach diese Milch, ja, diese Sahne, dieses Karamell und Zuckrige. Also das ist ein doch recht süßer Duft, muss man ganz klar sagen. Aber er hat einfach so dieses perfekte Food-Duftige in sich, dass er einfach, ja, auch diese Weichigkeit, ja, der Sahne und dann trotzdem dieses Zuckrige und, oh, man möchte sich eigentlich förmlich reinlegen. Also ein ganz, ganz toller Duft. Ich fand es sehr schade, dass sie ihn nicht mehr als Tarte da hatten, aber ich habe jetzt einfach mich dann doch für die Votivkerze entschieden, einfach um ihn mitzunehmen. Und ich stückle mir die Votivkerze dann einfach mit einem scharfen Messer. Das geht ohne Probleme. Und dann kommt er in die Duftlampe, weil ich ja kein Freund so von offener Kerze bin, wegen meinen Katzen. Und ja, dann funktioniert das aber auch ganz gut. Riecht super lecker und hat mir wirklich, ja, hat mir auch direkt gefallen. Und der letzte Duft, der Herbstdüfte, ist dann auch der Duft, wo ich denke, das ist bestimmt einer, den man auch einfach an einem heißen Sommertag anmachen kann. Und zwar heißt der einfach Cederhaus oder Cederhaus, 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 wie ihr möchtet. Und der riecht einfach nach Apfel, nach saftigem roten Apfel. Und auch wirklich einfach wie wenn man in den Entsafter wirklich, also einfach den Apfel reingemacht hat, ein bisschen mit Gewürzen. Es soll auch wieder ein bisschen Zimt drin sein, Muskatnuss, ein bisschen Vanille, ein bisschen Nelke, ein Hauch von Honig. Also dass dass das extrem Frische vielleicht vom Apfel so ein bisschen gedämpft ist. Aber wenn man da wirklich dran riecht,
man riecht wirklich einfach roten Apfel. Und das ist echt irre. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie man Düfte einfängt, dass man, wenn man die Augen zumacht, so das Gefühl hat, genau so stelle ich mir den roten Apfel vor. Also es ist, ich finde das immer wieder faszinierend. Und ich, ja, bin Fan. Also das ist wirklich ein Duft, den ich mir, wie gesagt, auch einfach an einem heißen Sommertag vorstellen kann, weil dieses fruchtig, frische von roten Apfel drin hat und das einfach super, super lecker riecht und ja, ich den wirklich toll finde. Also das ist, glaube ich, wirklich auch so ein Duft, der bleibt, einfach ein roter Apfel. Und ja, der Unterschied zu dem grünen ist halt doch, dass er ein bisschen milder ist, ein bisschen süßer, nicht ganz so spritzig. Für mich riecht grüner Apfel ja auch sehr oft nach Klostein. Das hat man hier überhaupt nicht. Also super, super lecker. Und ja, der dritte Herbstduft, der sozusagen dann auch mitdufte. Ja, und das war sie schon, meine kleine, aber feine Ausbeute. Ja, es sind ja doch 7 Tarts sozusagen geworden, halt, und also 6 Tarts und eine Votivkerze. Und ja, ich bin sehr happy, dass ich ein paar Favoriten nachgekauft habe und ja, die Herbstdüfte auch schon entdeckt habe. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und wer weiß, ob der Lavendel nicht doch mal beim zweiten Schnuppern doch noch irgendwie mal bei mir ankommt. Aber ja, irgendwie war es nicht so richtig meiner. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, welcher der neuen Herbstdüfte euch irgendwie anspricht, an welchem ihr unbedingt mal schnuppern wollt oder ob direkt an allen vieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich packe euch die Düfte, insofern sie schon irgendwie bestellbar sind, unten in die Infobox. Schaut da auch einfach gerne mal vorbei, da findet ihr auch andere Infos. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch einen Sommerfavoriten. Dann schreibt mir das auch super gerne in die Kommentare, da freue ich mich über den Austausch, denn ja, meine aktuellen Sommerfavoriten habt ihr ja sozusagen jetzt auch schon gesehen. Und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine ja, duftige Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.